Hallöchen Leute, herzlich willkommen bei Alamor Gules zu einer neuen Folge Pokémon Rot Live und in Farbe. So, in der letzten Folge, ich habe mich sehr geärgert, ich war mir so sicher, irgendwas hatte ich in meinem Hirn festgedüllt, dass entweder links oder rechts hier es zum Ausgang, also weitergeht. Ich bin beides gegangen, am Ende bin ich wieder vor dem Scheißhaus rausgekommen. Das heißt, es muss ja nun doch hier weitergehen. Ich habe jetzt das, wie im letzten Part angekündigt, nochmal neu geladen, sodass ich das ganze Haus nicht nochmal durch muss. Wir sind jetzt also wieder hier. Jetzt gehen wir die Treppe runter. Ist nicht so. Hä, willst du mich rollen, oder? Ist nicht so. Es ist nämlich eins der beiden... Ja, dann, Leute... Ich weiß genau, wie das aussieht, wo ich hin muss. Aber das ist es nicht. Das ist es nicht. Was ist denn, wo zum Fick? Hier waren wir noch nicht drin. Was zum Verschissen? Das gibt's doch ja nicht, ey. Warte mal, ich hatte auch noch irgendein Dings gefunden. Ah ne, schon vergeben. Ja, hey, hier geht's auch nicht weiter. Sag mal, bin ich total behindert oder was? Wir sind von hier gekommen. Wir sind da oben rein, was auch richtig ist. Verarsch mich doch nicht. Hier ist nix. Nein, da bin ich Gott. Hergekommen? Nee. Hä? Hier war auch nichts. Nee. Sag mal. Okay, wir machen das nochmal. Es ist doch eins der beiden, das kann doch jetzt nicht ja sein. Ja, yep, nimm. Also die da war es nicht. Hundertprozentig nicht, die Treppe. Da war der Sackgasse. Hierin. Okay, links nix. Ich hasse Orientierungssachen. So, hier kam ich raus. Alles klar. Gut, hier ist nix. Nix. Gut. Hier ist nix. Da komme ich zu dem Typen, wo es ja offensichtlich nicht weitergeht. Da kam ich her. Und mir ist ja nicht verkackte Kacke. Hey, das muss da lang gehen. Da bin ich total bescheuert, oder was? Rechts waren wir gerade, Freunde, ja? Da ist nix. Hier waren wir, da ist auch nix. Wir gehen nochmal links. Hier waren wir doch aber auch schon. Schau mal, hier ist ein Ball. Das kann doch nicht sein. Momentchen mal jetzt. Okay, so, wir sind jetzt hier. Treppe könnten wir nehmen. Da geht's raus. So, den Fehler machen wir nicht nochmal. Das heißt, es muss die Treppe sein, Leute. Die haben wir noch nicht genommen. So, oh Mann, Alter. Scheiß Treppe. Ihr seht, warum dieser eine Part mit diesen zwei Dings jedes Mal wieder eine neue Herausforderung ist. Das gibt's ja auch gar nicht, ey. Okay, ja, hier sind wir richtig. Alles klar. Gut. Achso. Gut, gut, gut. Haben wir es endlich geschafft. So, hier haben wir einen Ball. 14, kein Plan, was das ist. Das müsste die Tür rechts oben aufmachen, wo wir hin müssen. Oh, oder nicht? Oder vielleicht doch? Noch ein Ball. Okay. Ja doch, das war die richtige, oder? Müsste jetzt hier offen sein, rechts. Jawohl. Okay, Freunde, wir haben's. Hier ist noch ein Ball. Ah, hier noch ein Switch. Ja, ich gehe mal stark davon aus, dass wir den benutzen müssen. Oder auch nicht. Scheiße. Oh, oder vielleicht doch. Moment. Noch ein Candy. Mann, Mann, Mann. Candy, Candy. Bip. Okay. So, Alter, wie viele Items hier rumliegen, Mann. 22. So, da haben wir es doch. Meine Fresse, ey.
Gut, haben wir es geschafft. Und wir haben auch auf jeden Fall ein Rope. Puh. Oh, Dungeons, ey. Ich und Dungeons ist immer so eine Sache für sich, ne? Gut. Okay. Nein, ich trottel. Oh nein, ich trottel. Oh, leckt mich am Ellbogen. Wir waren nicht in dem Scheiß-Center. Ist nicht wahr, ey. Okay, können wir jetzt nicht hinfliegen, ne? Doch. Oh, okay, geil. Das geht. Puh, Glück gehabt. Okay. Jetzt ist mir auch wieder eingefallen, wie der scheiß Arena-Leiter heißt, nämlich fucking Pyro. Sag mal, kommt denn da keiner drauf? Fucking Pyro, ey. Okay. So. Jetzt die TM weg. Was auch immer das war. Wir brauchen sie definitiv nicht. Oder warte mal. Scheiße, jetzt habe ich schon verkauft. Flammenwurf wäre natürlich auch irgendwie geil, ne? Nicht, dass das jetzt, weil das war ja in dem Feuer-Dungeon. Scheiße, könnte das hier... Gott, scheiße, war das gerade Flammenwurf? Hab ich gerade Flammenwurf verballert? TM14? Ihr könnt es mir gerne mal sagen. Ich werde bis dahin noch gegoogelt haben, definitiv. Das interessiert mich gerade, aber... Ich habe doch nicht gerade Flammenwurf verballert, oder was? So, und ich bin mir jetzt doch ziemlich sicher, ehrlich gesagt, dass das hier, Full Heal, ist nämlich doch Hyperheiler. Muss sein. Weil sonst, das ist die letzte Markt. Mehr geht nicht, das muss es hier geben. Und die Pots stehen ja alle oben geordnet. Das muss eigentlich Hyperheiler sein. Deshalb ich da jetzt von mal ein paar hole. Damit ich diesen ganzen anderen Statuskram verkaufen kann. Ich mag nämlich einen aufgeräumten Rucksack. So. Potions brauchen wir. Äther. Antidote zum Beispiel kann weg. Paraheiler weg. Potions ist okay. Alexa ist okay. Ja. Full hier. Oh, da hatte ich schon welche von. Okay, siehst du. Awakening kann weg. Gut. Und da unten war nur noch der Key, genau. Okay, alles klar, Freunde. Dann haben wir es jetzt. Dann können wir jetzt Kollege Pyro besiegen, wa? Wir können jetzt alles durchkämpfen oder wir können die Rätsel richtig lösen. Was wollt ihr? Bitte antwortet jetzt. Okay, Hälfte, Hälfte habe ich gehört. Alles klar. Da war mal Hälfte, Hälfte. Ist gut, Freunde. Ich bin auch da, ne? Der Burglar. Ich bin auch da verhandlungsfähig, sag ich mal so. Los, Paddy. 185 HP ist das geil, ey. Ja. Ah, scheiße, ich habe die Befürchtung, ich habe gerade Flammenwurf verknallt. Nicht, dass das unbedingt ins Endkit muss. Aber weil ich ja Pokémon Stadium spielen will und da das Mew natürlich mit rein soll in mein Team, als einziges aus einem Pokémon-Spiel. Jetzt fällt mir gerade was ein. Sofort, gleich. Wäre es natürlich nie schlecht, wenn ich dann wenn ich hier im Rot-Let's Play vielleicht ein, zwei Attacken tauschen würde und das als extra Spielstand speichere, damit das Mew in der Pokémon Stadium Version andere Attacken hat, die ich vielleicht eher brauche für den und den Arena-Leiter oder so. Von daher wäre es gar nicht schlecht, wenn ich mir die guten Attacken aufheben würde oder es bisher getan hätte, was ich nicht tat. Aber Erdbeben müssen wir noch finden. Ich meine in der Siegestraße, TM26. Und wenn das gerade Flammenwurf war, war das ziemlich behindert, das zu verkaufen, muss ich ehrlich sagen. Ja, das war's wohl. So, und jetzt fällt mir gerade noch ein, wo der mich ständig fragt, ob ich wechseln will. Es gibt dort die Funktion, dass man nicht Battle Animation, nee, Battle Style Set. Das müsste es gewesen sein, ne? Da wir eh nur Mew benutzen, fragt er mich jetzt nicht immer, ob wir tauschen wollen. Okay, lass mal ein Rätsel lösen. Wo ist es? Hier. Pokémon Quiz! The door opens to the next room, okay. Get it wrong? Ja, ja. If you want to conserve your Pokémon for the gym leader, then get it right, here we go. Huh? There are 9 certified Pokémon League Badges. Nee, es sind 8, gell? Juhu! Wir haben Pokémon Wissen! Alles klar. Den letzten nehmen wir noch mit, okay? Okay, ja, komm, ja. If you want to... Achso, for the gym leader.
Then get it right, here we go. Achso, ach, ich bin blöd. Poliwag war 3 times. Scheiße, was ist ein Poliwag? Keine Ahnung. Nein? Ah, richtig geraten. Ey, kein Plan, was ist Poliwag? Natürlich blöd, so ein Quiz auf Englisch zu machen, gell? Okay, den, ist das der letzte? Nee. Scheiße, ich seh's nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, kommt noch einer, ne? Yep, 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 ja. Yeah. Okay. Are Thunder Moves effective against Ground Element? Nein. Okay. Wir sind so schlau, K-L-U-K. Ich bin so klug. Ich bin Universitätsstudent. Okay, den nehmen wir mit. Ich bin Universitätsstudent. Die Burglars, die geben immer gut Kohle, ne? Nicht auf was bräuchten. Just saying. Ninetales. Ah, ne. Vulpix. Okay, so. Surf. Ah, Quick Attack. Quick Attack. Ah, langsam werde ich warm, ich merke schon, ne? Nicht nur rein physisch, aufgrund der Wärmeumstände draußen, nein, auch mental, auch oral, merke ich, dass ich langsam so warm werde, so was das Spielerlebnis angeht, ihr versteht schon. Ja, braucht immer kurz, aber dann, Freunde, dann geht mit der Spaß-ICE immer gerade durch, unaufhaltsam, Leute. Ja, da ist wie Silvester am Kopf. Piu, piu. Gut. Der Burglar. 3-3. 3,5K von so einem Burglar, siehst du? Pyro. Ah, ne. Das war doch noch einer. Okay, aber den lassen wir jetzt wieder aus. Jetzt wird das gute Mew zu stark für die Top 4. Warte mal. Das ist doch. Ah, ne, Giovanni noch. Okay, Giovanni noch. Dann die Top 4 schon. Nach der Siegestraße. Wir nähern uns. Wir können das Ende schon fast sehen. Es ist noch weiter weg, aber ihr könnt schon fast sehen. Was? 28? Ne, 28 ist. Na, Schaufler. Nicht Tombstone. Pyro, heilige Maria, da habe ich auch so eine krasse Erinnerung an die Serie, wo Ash mit seinem kleinen Pikachu gegen das Magma von Pyro kämpft. Und dann macht das Magma Feuersturm, das ist ja dieses Männchen da, ne, mit diesen Kopf, Arme, Beine. Und die sind ja auf dieser Plattform. Und auf der Plattform geht's runter. Die Erde ist eine Scheibe und so, und danach geht's ins Nichts. Dieser Feuersturm-Mann kommt... Scheiße. Kommt auf Pikachu zugerauscht, überfährt ihn und Pikachu ist weg. Und dann hat die Serie, dann hat die Folge aufgehört. Und ich konnte nicht fassen, dass Pikachu verloren hat gegen dieses Magma. Und wir haben danach am nächsten Tag in der Schule nur darüber gesprochen, was ist passiert, wo ist scheiß Pikachu, ist es tot und bla. Und dann hat es halt natürlich an diesem Rand dieser Scheibe noch so gehangen, wie man das kennt, und hat sich dann so hochgezogen. Ja, das war vielleicht aufregend, Freunde. Hat mir richtig das Herz geblutet. Mann, oh Mann, das war was. Blaine heißt er hier auf Englisch, siehst du? Und Leute, wir sind Level 40. Wir sind erst 50. Und Siegfried mit seinem Dragoran. Ich glaube, das letzte Dragoran ist Level 63, kann das sein? Was ja nicht ohne ist. Das uns dann hoffentlich ein bisschen Challenge bietet, generell die Top 4. Wobei wir natürlich noch bis dahin ein, zwei Kämpfe machen müssen. Also auf 60 werden wir wohl kommen, so denke ich, um die Level 60, das Mew, bis zu den Top 4. Oder zumindest bis Siegfried, Top 4 mitgerechnet. Ich hoffe, oh, guck dir das an, das ist ein 4-Level-Unterschied, ist geil. Genau das wollte ich, dass es ein bisschen even ist, würden wir jeden einzelnen Kampf mitnehmen. Oh wow, ich krieg eine Attacke ab. Mew, was geht? Du kriegst wirklich eine Attacke ab. Geil. Du bist gar nicht mehr gewohnt, Schmerzen zu erleiden, ne? Du bist abgeweicht, kleines Mew. Aber Schwäche ist, Schmerz ist Körper, Schmerz ist Schwäche, die den Körper verlässt, wollte ich sagen. Und genau, hätten wir jeden Kampf mitgenommen, wären wir jetzt schon auf jeden Fall locker schon 60 und komplett over the top. Aber so ist noch ein bisschen Herausforderung da. Gut. Ha! Volcano Bitch. Specials. Ja, geil, das ist gut. 38, das ist Feuersturm. Ja, was ich nicht will. Flambo für dich. So. Können wir uns hier rausporteln? Ja, wir waren zwar noch nicht im Center, aber.
Ist ja egal, wir können ja dahin fliegen, ne? Ja, tatsächlich. Warum noch nicht im Center? Was Dummes, ey. So was Dummes, ey. Ich hab's doch vorhin gesagt. Warum fliege ich denn? Warum mach ich das denn nicht? Stopp. Cinnabar. Eigentlich muss ich nicht nach Cinnabar, ich Trottel. Eigentlich kann ich direkt nach Vertania fliegen. Und direkt den nächsten Orden holen. Meine, hier geht ja einiges ab in der Folge. Aber stopp mal. Jetzt kann ich direkt die Dings testen, ob es doch Full Restore. Ne, stopp, Full Heal. Ja, Full Heal. Weil ich brenne. Ja, das war's. Gott sei Dank. Habe ich die richtige Scheiße gekauft. Geil. Gut. Willkommen im Center, Freunde. Ach, TM14, das hängt mir noch nach, ey. Ob ich da nicht Flammenwurf verballert habe. Oder das liegt da noch rum. Das kann natürlich auch sein. Ich habe ja, obwohl ich bin gut rumgekommen eigentlich in dem Bums. Vielleicht liegt das da auch noch irgendwo rum. Bestenfalls sogar. Ich werde gleich mal googeln, was das ist. Und wo es die Scheiße gibt. So, jetzt pass auf. Jetzt machen wir nur ganz kurz den Key weg. Und aus genannten Gründen, obwohl ich es nicht mag, aber mache ich Flammensturm auch weg. Falls wir Gedödel nicht mehr haben oder finden, Flammenwurf, haben wir immer noch Feuersturm. Im Notfall. Falls wir mal eine Feuerattacke brauchen in den Top 4, im Stadium, was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist die scheiß Arena hier. Dann hätten wir zumindest irgendeine Feuerattacke. Okay. Schaffen wir Giovanni denn überhaupt noch 3 Minuten? Ist ja auch nicht ohne die Arena hier, ne? Boah, ich fürchte nicht. Ich glaube, die 3 Minuten brauchen wir, bis wir bei den Kollegen sind. Noch ein, zwei Kämpfe? Natürlich nicht hier. Nur noch ein, zwei Kämpfe zu machen? Oder auch ein paar mehr, Freunde. 3 Kämpfe, wie es aussieht. 4. Revive. Geil. Das ist sehr nötig, auf jeden Fall. Wenn du mit einem Pokémon spielst, wa? Ach ja, sieht er, habt ihr mitgekriegt? Ich werde nicht mal gefragt, ob ich das Pokémon wechseln soll. Weil wir das auf Set gemacht haben und nicht auf Change oder Switch oder was da stand. Was toll ist. Rihorn, Level 43. Geil. Ich finde es super, dass sie einigermaßen angeglichen sind inzwischen. Ja, Surfer. Sehr eindrucksvolle Animation hier. Wirklich eindrucksvoll. So stelle ich mir einen neuen Surfer vor. Erst Regentropfen und dann ein Geysir, der von unten kommt. Ich glaube, das ist eher Hydropumpe in den späteren Teilen. Ist das nicht so? Oh, wie sieht die? Ich weiß gar nicht, wie Hydropumpe aussieht in der ersten Gen. Nee, weiß ich nicht. Okay. Du warst ja nischt wert, Alter. Okay, ich glaube nicht, dass wir den hätten besiegen müssen, ehrlich gesagt. Oder doch? Weil wir da nach rechts. Ach, oh, kein Plan, ey. Das ist immer ein komplettes Ausprobieren hier. Black Belt. Schock. Teddy, haben wir nicht was Schönes gegen den Kollegen, ja? Hier? Verwirren dich doch mal. Da haben wir doch was gegen dich, ja? So. Danke. 1-1. Matchup. Ist ja auch schlau, wa? Schlaue Kriegsführung auf jeden Fall. Erstmal ordentlich den Penis zeigen und dann, doch, wie klein ist er denn? Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie Sinn ergeben hat, in meinem Kopf schon. Und dann hat er wieder den großen Penis, okay. Warum hat er denn nicht den kleinen Penis zuerst und dann wird der Penis immer größer? Das ist doch Kriegsführer, psychologisch, strategisch schlauer, oder? Naja, egal. Egal, ich will ja nicht die Leute bevormunden, ne, wie die zu kämpfen haben. Das ist scheiße, ist seine Sache. Gut, okay, hier war auf jeden Fall erstmal nichts. Lass uns doch mal hier oben lang gehen. Okay, jetzt kommen wir zu dem, wo wir gerade waren. Kann das sein? Ja, achso, okay, wir können dran vorbei, alles klar. Wir sind schon da? Oh mein Gott, ich glaube, so schnell habe ich es noch nie geschafft. Ohne Witz jetzt. What? Das ist ja mega die Abkürzung. Ja, krass. Ich bin völlig verblüfft von mir selbst. Ey, ich bin richtig stolz, Otto. Hast du toll gemacht. Okay, gut. Dann kriegen wir Giovanni doch noch geschissen in dem Fall, in dem Part. Wir haben noch 3 Sekunden. Das schaffen wir. Okay, 5. Ah ja, der hat geile Pokémon. Ja, Rizoros, Nidoking, Nidoqueen, alle, ne? Ja, der geile Pokémon, Level 45, wie cool, Mann. Ich finde super, dass wir. Ich sag's jetzt mal einmal. Hab's vielleicht noch nie erwähnt, aber ich finde super, dass wir einigermaßen angeglichen sind mit den Leveln. Von den wichtigen Leuten, wie Kollege Giovanni. Mhm.
Duck-Trio hat er auch noch, aha. Ja. Okay, ich weiß vielleicht nicht sein letztes Pokémon. Rizoros hat er noch? Ach, Kangama kann es sein, der hat einen Kangama. Dann müssen wir alle vier haben. Nidoking, Nidoqueen. Und noch ein Kangama, wenn ich mich nicht täusche. 53, ja, okay. Ich kann mir aber schlecht einschätzen, aber doch, ich glaube 60 wären wir ziemlich sicher noch. Bis wir bei Kollege Siegfried sind. Nidoqueen. Geiles Vieh. Nice. Man gut, dass wir Surfer gelernt haben, Freunde. Mit Slotybam wären wir ja nicht so weitergekommen, ne? Surfer macht sich schon bezahlt. Ich will mal Psychokinese probieren. Ist das nicht auch sehr effektiv? Ist das Viech nicht auch Gift? Ah, gucke doch. Gucke doch. Okay. Und Nerizoros hatte kein Kangama. Hey, ich war mir so sicher, der hatte Kangama. Irgendwo in irgendeiner Edition hat Giovanni 100 pro ein Kangama. Ey, mach mir doch nichts vor. Level 50. Nice. Schade, dass wir Overpower sehen mit unserem kleinen Mew. Ja, geil. Dann haben wir ja... Wir haben ja gefühlt gerade das halbe Spiel in diesem einen Part hier geschafft, oder? Wir haben übelst viel Macht irgendwie. Hm, Junge. So, dankeschön. Dann geht's jetzt schon ab zur Siegesstraße im nächsten Part. Wie geil. Und Geofissur kriegen wir auch noch. Fischer. Fischer. Das brauchen wir aber nicht. Affe, ey. so. Was? Ach. Hä? Aus Pyros Arena gerade konnte ich rausporteln, ne? Aus seiner nicht. Was ist denn das? Ist das wie Hogwarts? Darf man ja nicht apparieren? Vielleicht? Okay, Freunde. Nächster Part. Sorry, das war vielleicht gerade laut, falls ihr Kopfhörer und so. Nächster Part. Machen wir die Siegestraße. Wir fangen sie zumindest an. Danke fürs Zuschauen bis hierhin. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen oder Kommentar da. Wir sehen uns, wie gesagt, im nächsten Part. Bis dahin wünsche ich nur das Beste, Freunde. Mach's gut. Valadoeres und bis bald.